Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Zu einer Lichtlesung aus dem Lichtweltverlag, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Es wird Frieden und keinen Weltkrieg geben, Teil 1, 14. Juli 2024. Botschaft von Anastasia. Traum. Der aktuelle Staatspräsident Frankreichs, Emmanuel Macron, fragt mich, was er denn machen soll. Es ist ihm irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Ich antworte: Mit dem Verstand hast du erkannt, dass hier etwas falsch läuft. Dein Herz ist jedoch verschlossen. Deshalb werden dir die Menschen, was immer du auch tust, nicht glauben. Der Geist kehrt nicht mehr in die Flasche zurück. Und auch ich kann nichts für dich tun. Erst wenn dein Herz geöffnet ist, gibt es Möglichkeiten. Traumende. Solche Träume öffentlich zu machen, mag ich gar nicht. Dies kann bei manchen Menschen den Eindruck erwecken, dass ich mich besonders wichtig nehme. Allein diesen Gedanken bei einzelnen Menschen eventuell hervorzurufen, liegt mir fern. Die geistige Welt lässt sich jedoch von meinen Vorlieben kaum beeindrucken, und wenn etwas von Bedeutung ist, werde ich ständig daran erinnert. So auch in diesem Fall, denn ich war schon recht erfolgreich dabei, diesen Traum zu vergessen, als er mir jetzt 3 Tage lang immer wieder eingespielt wurde. Ich wurde also ständig daran erinnert, wobei es mir ansonsten so leicht fällt, Träume zu vergessen. Heute wurde mir klar, dass dies mit der Botschaft zu tun haben muss. Aber was? Anastasia, geliebte Menschen, geliebt sind die Menschen, geliebt ist das Leben, das ihr erschafft, und geliebt ist der Weg, den ihr dafür bereit seid zu gehen und euren Mitmenschen zu ebnen. Es wird Frieden und keinen Weltkrieg geben. Wie kommt Frieden zustande? Dein Traum zeigt, durch welche Kräfte dies nicht zustande kommen kann. Die derzeitigen Machthaber haben großteils verschlossene Herzen, sind großteils von ihrem Wesen abgetrennt und können sich ihrer spirituellen göttlichen Natur nicht öffnen. Von diesen Menschen geht das aus, was ihr derzeit auf der großen Bühne erlebt, was ihr derzeit erfahren könnt, wenn eine Welt in den Abgrund gestürzt werden soll, wissentlich oder unwissentlich. Die derzeitigen Machthaber erfüllen die wichtige Aufgabe, die Menschen aus ihrer Lethargie herauszusprengen und sie dazu zu ermutigen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Nicht nur, indem sie für bessere Bedingungen im Gefängnis sorgen, sondern indem sie das Gefängnis verlassen. Es ist die Zeit, in der die manchmal furchteinflößenden Gestalten in den Machtzentren dieser Welt ihre Aufgabe meisterhaft vollenden, damit der Mensch in seine Meisterschaft erwachen kann. Die neue Erde, die neue Welt, die aus dieser Welt hervorgeht, wird durch euch erbaut, von euch erschaffen und von euch verwirklicht. Ihr seid die Erbauer, die Gestalter und die Erhalter
des Neuen, der neuen Zeit, die nichts mit der Zeit, so wie ihr sie bisher erfahren habt, zu tun hat. Von euch, von jedem Einzelnen, von euch gehen Frieden, Einheit und der Wandel aus. Die alten Meister der Trennung und Spaltung verrichten ihren letzten Dienst, damit ihr Erwachen euch ermutigen und euch selbst ermächtigen könnt. Wessen Herz verriegelt ist, dessen Macht ist immer begrenzt und dessen Kräfte gelangen immer an ein vorausbestimmtes Ende. Das Licht setzt sich überall durch und bringt alles zum Vorschein, was über Äonen im Verborgenen wirken konnte. Die Entladungen dieser Tage sind kein Zeichen dafür, dass alles schlechter wird und sich zum Schlechten wendet, sondern sind ein Zeichen dafür, dass alles offenbart wird, damit es besser wird, indem die Menschen bisher nie gestellte Fragen aufwerfen und mit der Suche nach Antworten beginnen können. Es ist die Zeit von großen Umbrüchen, die durch dein Bewusstsein geschehen. So manche Brücke wird dir von jenen erbaut, deren Herzen verschlossen und die von ihrem ängstlichen Verstand zu angsteinflößenden Handlungen motiviert werden. Dies ist der erste Teil der Botschaft für den Tag, an dem es Licht wird in den Menschenherzen, damit dein Bewusstsein aufbricht und die Liebe Gottes alles heilen kann. Ende Teil 1. Teil 2 aus der Buchpräsentation 132. Lichtlesung. Es wird Frieden und keinen Weltkrieg geben. Der große Wurf. Frieden, der durch euch, von euch und für euch erschaffen wird. So groß ist die Menschenschar, die Frieden bewahren möchte, sodass sich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Frieden durchsetzen wird. Und das mit so geringen Verwerfungen als nur möglich. Heute wird euch der große Wurf gelingen. Heute wird uns glücken, was uns auf Mu in Lemurien oder auf Atlantis misslang. Wir werden diese Welt auf eine höhere Stufe heben. Denn diese Menschheit ist mit ihren lichtvollen Menschen gesegnet und wird behütet wie Gottes eigene Kinder. Denn das seid ihr über alle Maßen. Dennoch stehen uns auch weiterhin große Herausforderungen bevor. Kriege zwischen einzelnen Völkern, Konflikte und lokale Auseinandersetzungen werden weiterhin geschürt und werden zunehmen. Gesundheitskrisen, Nahrungsmittelkrisen, Währungskrisen, Krisen unterschiedlicher Ausprägungen in unterschiedlichen Ländern werden immer wieder aufkeimen und ausbrechen. Zugleich geschieht, dass sich immer mehr Menschen ihrer Kraft, Stärke und Macht bewusst werden. Und das verändert das Ergebnis. Dies führt zu lichtvollen Resultaten, anstatt zu unerwünschten Folgen. Orientierung. Worum ich dich bitte ist, orientiere dich
am lichtvollen Ergebnis und nicht an den kursierenden Weltuntergangsszenarien. Verlagere deine Aufmerksamkeit durch dein Bewusstsein und es werden sich die Resultate einstellen, die du dir wünschst und nicht das, was Zweite oder Dritte für dich bereithalten. Der Himmel öffnet sich und immer umfassender ist die Unterstützung der lichten Reiche für die Menschheit. Gott ist kein Tyrann. Auch dies rückt euch bitte immer ins Bewusstsein. Gott ist voller Liebe für euch. Gott ist kein Tyrann, der euch beim Scheitern zusieht. Was ihr erreichen könnt, erreicht ihr. Was eure Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt, das wird durch die Intervention des Himmels bewirkt. Wusstet ihr, dass Anteile eures Selbst immer in den lichten Reichen zurückbleiben, während ihr ein Erdenleben führt? Auch diese Anteile bringen sich an vorderster Stelle ein. Sie versorgen euch mit den notwendigen Impulsen, sodass ihr euren Seelenweg gehen und in Freude eure Bestimmungen leben könnt. Es ist für alles gesorgt. Bitte sorgt euch nicht. Es sei denn, ihr tragt Sorge dafür, dass eure Sorgen weniger werden. Lebt euer Leben auf der Erde als Menschen, die ihrem göttlichen Plan folgen. Alles andere überlasst Gott. Und wenn du unbestimmt bist, finde heraus, was du dir für dieses Leben vorgenommen hast und lebe deinen Sinn. Mehr gibt es nicht zu tun. Dies jedoch ganz und aus tiefstem Herzen, vor allem jetzt, in der Zeit der Zeiten, wo es auf jeden einzelnen Menschen, wo es auf dich ankommt. Ich sehe es, wie viele wir schon sind. Ich sehe die neue Morgenröte einer geheilten, geeinten und bewussten Menschheit. Unendlich ist die Liebe des Schöpfers für uns Menschen. Anastasia. Und so danke ich dir. Ich danke Anastasia und dem Lichtweltverlag. Gottes Segen für dich und für die ganze Menschheit und unsere liebe Erde. Von Herzen deine Danielle.